Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Universe Mode bei unserem Steffoverse. Ja, heute haben wir ja unser NXT North American Championship Rückmatch und dann fängt eine Qualifikationsrunde an für den Royal Rumble. Dazu dann später mehr. Jetzt sind wir gerade bei Raw und im ersten Match hatten wir Finn Bálor und Baron Corbin in einem Tag Team Match gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Das gewinnt Sami Zayns Team. Dann Kurt Hawkins stellt eine Promo und ja, wollte Goldust zur Rede stellen. Dann Braun Strowman will auch jemand zur Rede stellen und zwar Mojo Rawley. Dann Nia Jax gegen Alicia Fox gewinnt Nia Jax. Alexa Bliss gegen Ember Moon gewinnt Ember Moon. Dann Ronda Rousey und Natalya gewinnt Mickie James. Okay. Dann Brock Lesnar und Dean Ambrose gegen John Cena und Bobby Lashley gewinnt Brock Lesnar. So, und da sind wir auch schon bei SmackDown angelangt. Im ersten Match hatten wir AJ Styles gegen Randy Orton. Das gewinnt AJ Styles. Dann Tamina gegen Maryse. Das gewinnt Tamina. Dann Jeff Hardy gegen Ty Dillinger. Das gewinnt Jeff Hardy. Andrade gegen Sin Cara. Gewinnt Andrade. Und dann Big E gegen R-Truth gewinnt Big E. Und R-Truth hat einen neuen Feind, und zwar Shinsuke Nakamura. Und Daniel Bryan will jemand zur Rede stellen, und zwar John Cena. Und Daniel Bryan hat John Cena als neuen Feind. Und Becky Lynch gegen Mandy Rose im Hauptkampf gewinnt Becky Lynch gegen Carmella. So, und da sind wir bei Main Event angelangt. Im ersten Match hat man Leaky gegen Elias. Das gewinnt Elias. Dann eine 8-Mann Battle Royale. Over the Top Rope. Pete Dunne, Lars Sullivan, Sinan, Steffo, Cassius Ohno, Adam Savage, Aleister Black und Johnny Gargano. Und das gewinnt Steffo. Ey. Dann Andy gegen Jamie Heinemann. Gewinnt Jamie Heinemann. Dann The Wanderer gegen Kulturek. Gewinnt Kulturek. Und dann Tag Team Action. Max und Patrick gegen Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Gewinnt Drew McIntyre. So, und da sind wir bei NXT angelangt. Im Opener hätten wir Max gegen Jamie Heinemann. Das gewinnt Jamie Heinemann. Und da könnte eine mögliche Rivalität entstehen. Dann Angelo Dawkins und Montez Ford gegen Nick Miller und Shane Thorne. Das gewinnt Angelo Dawkins. Dann Triple Threat Match. Adam Cole, The Wanderer und Adam Savage. Gewinnt Adam Savage und da haben wir jetzt unser erstes Qualifikationsmatch für den Royal Rumble. Es gibt insgesamt 7 Matches und ja, wer von den Leuten in den 7 Matches gewinnt, der darf am Royal Rumble teilnehmen, der jetzt dann bald stattfindet. Und ja, das erste Match ist Kulturek gegen Leaky. Wer da gewinnt, der ist sicher im Royal Rumble drin und wir gehen mal in die Halle rein. So, und da sind wir in der Halle. Und ja, da kommt erstmal der Lockup zwischen den beiden. Ja, kein Sieger geht da hervor. So, und ja, genau. Jetzt, heute in dieser Woche gibt es nur ein Match. Da war ja noch das Rückmatch und den NXT North American Titel. Und dann die nächsten Wochen gibt es dann bis zum Royal Rumble jedes Mal 2 Matches, die wir uns dann anschauen und worum es dann halt um den Einzug in den Royal Rumble geht. Also 7 Leute können daran teilnehmen. Und ja, so, jetzt geht's los. Jetzt liegt er auf dem zweiten Ring. Was macht Kulturek da dann? Er nimmt Anlauf und springt erstmal schön auf den Leaky drauf. Oh, jetzt bearbeitet er die Füße. Konter von Leaky. So, Rippin in die Ringecke. Oh, der Dropkick ging daneben von Kulturek. Oh, DDT, STO. Kombination. Ah, Leaky geht wieder hier richtig auf. Zeigt mal, wo Kulturek der Hammer liegt.
Swinging Neckbreaker. Der Trip ging daneben. So, jetzt ist Kreuzberg wieder dran. Wir sind in eine Ringecke und er rennt hinterher mit einer schönen Clothesline. Und das Cover hinterher. Eins, ja gut, das reicht noch nicht. So, schöner Suplex. Oh, ein schöner Tritt von Layaki. An den Kopf und dann noch ein Tritt an den Kopf oder an. Ja, Hals. So, jetzt geht er hoch aufs oberste Seil und zeigt Layaki. Oh, er zeigt einen Frog Splash. Schön. Und das kann man daher. Eins, zwei. Na, kommt da noch raus. Der gute Reck. Der gute Rex. So, Konter von Kuturek. Konter wieder von Layaki. Ah, da scheint er. Nee, doch. Scheint er einen Finisher zu haben. Oh, Superkick. Und. Oh ne, Konter von Kuturek konnte den Finisher abwehren. Oh, die BMD geht durch. Aus dem Nichts. Und jetzt das Cover hinterher. Kann Layaki nochmal rauskommen aus dem Cover? Eins, zwei, drei. Nein. Kuturek gewinnt das Ding durch die BMD. Ja, und somit darf er zum Royal Rumble fahren. Und somit hat er die Chance. Ja, den Royal Rumble zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, Kuturek. Ja, hätte jetzt nicht gedacht nach dem Match jetzt her. War Layaki eigentlich die ganze Zeit klar im Vorteil. Hier der Superkick ging auch durch. Aber dann sein Finisher ging, konnte er ja kontern, der Kuturek, und dann seine BMD ansetzen. Und die ging durch. Und hier das Cover. Eigentlich da hat noch ein bisschen ist noch ein bisschen rumgelaufen. 2 und 3. Here is your winner, Culver. Ja. Da sagt es auch die Jojo. Ah, herzlichen Glückwunsch, Kuturek. So, und dann haben wir auch schon unser Rückmatch Andy gegen Davot. Und ja. Da gehen wir jetzt mal rein in die Halle. The following contest is scheduled for one fall and is for the NXT North American Championship. Ja, und da kommt der Hauptherausforderer von den German Bad Boys. Der Andy. Ja, mal schauen, ob er den Titel sich zurückholen kann oder ob Davo Champion bleibt. Tja, mit dabei ist natürlich Sasha Banks. So, und da kommt da der neue Champion seit letzter Woche, Davot. Mit dabei auch Paul Heyman. So, und auch die beiden werden ein Qualifikationsmatch natürlich noch haben in den nächsten Wochen für den Royal Rumble. Und ja, ich habe eigentlich echt coole Paarungen ausgelost. Muss ich schon sagen. Aber das werdet ihr dann in den nächsten Wochen noch sehen.
So, jetzt ist dann Barbot auch schon mal im Ring drin. Ja, jetzt ist es auch noch das Ringseil, ob es auch hält, sein Gewicht. So. Und um diesen Titel geht es jetzt. Eine North American Championship. Introducing the challenger from Frankfurt, Germany, weighing in at 286 pounds, Andy. Introducing the champion from Bangor, Maine, weighing in at 303 pounds, he is the NXT North American Champion, Unbreakable. Ja, das zeigt das, Darwat. Und diesen Titel wird es jetzt gehen. Jawohl. Ringrichter hebt ihn hoch und dann können wir damit anfangen mit diesem Kampf. Los geht's. Oh, Big Boot gleich mal von Andy. Geht auch durch. So, was wollte er jetzt zeigen, Andy? Ja, weiß ich nicht. Kam angelaufen. Jetzt schon wieder, aber immer der Konter von Darbot. Clothesline jetzt von Darbot. Dann auch ein Tritt hinterher. Noch ein Tritt. So. Und, nee, Konter von Andy. Und Suplex von Andy. Ah. Oh. Ah, so eine Art Spinebuster. Ist jetzt schon das Cover? Nein. Jetzt geht's erstmal an die Arme. So, Konter von Darbot. Und die Nackenmassage. Jawohl, schön, da wird durchgeknetet. Und der Konter wieder von Andy. So, jetzt legt er sich auf ihn drauf und schlägt das mal auf den Schädel drauf ein. Und das Cover hinterher, das wird aber nicht reichen. Ja, noch nicht mal bei 1. So, und Konter von Andy. Oh. Sharp. Ne, es ist ja kein Sharpshooter, das ist ein Boston Crab, oder wie das heißt. Und nimmt er ihn hoch mit einer Power Slam. So, Wippen in die Ringecke, er stummt hinterher mit einer Clothesline, die geht durch. Und Darbot liegt erstmal am Boden, jetzt das Cover von Andy 1. Da kommt Darbot noch raus. Da muss er noch ein bisschen weiter beschäftigen, den guten Darbot, damit er mal bis 3 am Boden bleibt. So, jetzt lenkt Paul Heyman Andy wieder ab. Mal schauen, ob Darbot das nutzen kann. Jawohl, er nutzt es mit einem... Nee, was, jetzt hängt er ihn... Nee, was... Hat er ihn erstmal gegen den Ringpfosten geknallt und dann in den Ring wieder geschmissen. Und jetzt wieder die Nackenmassage. So, Konter wieder von Andy. Wow, harter Schlag gegen den Schädel. Und hat er jetzt schon den Spear, der Andy? Hat er schon den Spear? Ja, sieht gut aus. Und der Spear geht durch. Jawohl. Ja, da standen die Fans NXT und da steht Paul Heyman auf dem Apron. Wollte, glaube ich, das Cover unterbrechen, aber da hat Andy noch nicht das Cover gezeigt hat, sondern den Piledriver, der auch durchgeht. Ja, wird er jetzt wohl das Cover zeigen. Und 1, 2,
Nein, David kommt noch raus. Eieieiei. Ich dachte schon, was macht Paul Heyman da? Wird er den Ring nicht rausziehen? So, ja. Was zeigt an? Ja, zeigt erstmal seine Muskeln. Sasha Banks ist schon ganz wild drauf. Oh, jetzt der Konter von Darbot. Und jetzt kommt sein Comeback-Move. Das ging auch alles gut durch. So, Rippen in die Ringecke. Und da kommt die Main Train. Sie geht auch durch. Da kommt sie angefahren. Und wusch. So, und wir wissen ja, was eigentlich danach immer passiert. Erstmal das Cover, okay. Eins, zwei, ja. Das war klar, dass es nicht reicht. Aber jetzt kommt eigentlich der Bellhack. Und mal schauen, ob der durchgeht. Ob Andy auch abklopfen muss. Und der Bellhack geht durch. Muss Andy jetzt abklopfen? Ja, Andy muss abklopfen. Der Bellhack ist einfach zu stark. Und somit behält David den Titel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ja, trotz Spear und Piledriver konnte Andy nicht gewinnen. Ja, da sieht man die wie sagt man dazu? Die Zähigkeit von David. Hier sieht man den Spear. Der Piledriver. Ja, Paul Heyman kann es nicht fassen, er sah schon die Niederlage. Aber nein, da kam er nochmal raus. 1, 2, ja, da kam er raus. Und da die Main Train, die ging durch. Und den Berg sieht man leider nicht mehr. Here is your winner and still NXT North American Champion, Unbreakable. Tja, jetzt müsste eigentlich nur noch Darmot einmal verteidigen. Dann könnte er auch schon hoch in den NXT-Titel kämpfen. Naja, schauen wir mal. So, und dann haben wir das nächste Mal jetzt Sinan gegen Steffo. Das gewinnt Steffo und da könnte eine mögliche Rivalität entstehen. Und dann im Hauptkampf haben wir Kyle O'Reilly und Bobby Fish gegen Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Das gewinnt Kyle O'Reilly Team. Und ja, das war's jetzt von dieser Ausgabe von NXT. Jetzt schauen wir uns natürlich noch die News und so weiter an, die Powerwertung. Und ja, so, ja gut, da ist nichts passiert. Dann Dolph Ziggler auf Nummer 2, Steffo auf 4, hey. Elias auf 6, Kulturek auf 7, Patrick auf 9, Leaki auf 11, Sinan auf 14, Max auf 17, Andy auf 20, David auf 22, Adam Savage 23, Jamie Heinemann 25, The Wanderer 30. Ja, das war's. Schauen wir uns noch die Rivalitäten an. Okay, die haben immer noch eine. Wie lange geht jetzt noch? 3 Wochen und 9 Wochen. Und hier haben wir dann Max und Jamie Heinemann und Sinan gegen mich. Jetzt schauen wir noch die Rangliste an. Wo ist Andy? Immer noch auf 3. Leaki auf 1. Elias auf 2. Kulturek ist hochgestiegen. Okay. The Wanderer und Sinan runter. Ich bin jetzt mal auf 6 schon mal. Das ist schon mal super. Oh, und hier hat sich leider auch nichts getan. Gut, ja, dann war's das jetzt von dieser Ausgabe. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.